Hallo Leute, hier ist wieder der Xi. Und den Fall. Heute mal wieder was ganz anderem. Ein. Let's read. Wenn muss ich schon sagen, wenn ich vorlesen muss. Ja, das steht doch eh in der Überschrift. Ja, wie er es gerade gesagt hat, ein Let's Read, das war Idfalls Idee. Und ich werde auch gleich das Headset übergeben und soweit möglich die Schnauze halten. Danach ist Verbot. Wie es dazu kam, sagen wir es einfach mal so. Mal da, dass meine Englischkenntnisse so hervorragend sind, meine Aussprache, meine Grammatik perfekt ist, haben wir uns überlegt, wir machen ein voll idiotisches Let's Read. Wir haben einen kleinen Text ausgesucht, ich werde ihn erst auf Englisch lesen. Da könnt ihr vielleicht mitfiebern, was es ist, und dann werde ich es auf Deutsch lesen. Und dann könnt ihr nochmal überlegen, um was es eigentlich geht. Ach so, willst gar nicht sagen, was für ein Text es ist. Natürlich, die sollen ja ein bisschen mitfiebern können. Mit Fiebern. Mal gucken, wie viel Wörter sie verstehen. Also, Stimmt. Leute, da machen wir ein kleines Spielchen draus. Ja, okay. Darfst du. Ja. was denn? Wie soll ich das bitte machen? Ich lese Oder. den englischen Text. Dann machen wir einen Schnitt und eine Woche lang Pause. Wieso eine Woche lang Ey, Pause? dann können sie wenigstens sagen, was sie glauben, dass es für ein Text ist. Ach so, du hast vor, hast du vor, das gesamte Werk zu. Wenigstens das da. Ja, toll, das liest du doch jetzt alles am Stück. Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Ja. Warum dann Pause? Pause. Leute, ich glaube, wir fangen lieber einfach an, Wir sonst fangen wird das einfach an zu Video. lesen. Dass ihr hier Mega Man Zero seht und das in erhöhter Geschwindigkeit liegt einfach daran, dass mein Aufnahmeprogramm irgendein Spiel am Laufen braucht. Also nicht wundern, es mit Mega Man Zero ist jetzt gar nichts. Jetzt liest Let's Idfual read. und ja, wir hören uns. Bis dann. Ah, ich tue es ja schon. Oh mein Gott, hast du einen Riesenschädel. Danke. Mein Kopf ist zu klein für dieses Ding. Also, ich gehe jetzt halt auf Habe den. ich dann einen Riesenschädel? Ich hab. Ja. Mein Kopf ist nicht zu klein, dein ist nur zu groß. Also, ich sitze jetzt auf den Chefsessel. Okay, also, es geht um eine Geschichte. Also, zu. Kann schon das zweite Wort nicht lesen. Erstmal im Deutschen nachgucken, was es das heißt. Two households, but alike in dichotomy, a fair Verona, where we lay us sane. From ancient grudge break the new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. From forth the fatal loins of teeth, two fuies. A pair of star-crossed lovers takes their life. Who's Mr. Van... Okay, ganz ruhig. Who's Mr. Van Turet Peters overthrows? To with the dead, where the parents strive. The fearful passage... Hey, off. Oh, das... Ihr wisst gar nicht, wie das gemeint ist. Ihr lacht hier. Hey, ich möchte gern weiterlesen. The fearful passage of the dead make the love. The contumacia of the parents' rage. Which but their children's end, no cold remove. Is now the two horse terrific of earth's stage. The which if you with patient earth attend, what here shall miss, or toil shall thrive to mend. Also das ist jetzt halt die englische Fassung. Boah, scheiße. Also, ich soll jetzt das Deutsch auch noch lesen, dass die Leute wissen, worum es eigentlich geht. Oder machen wir jetzt erstmal so einen Schnitt. Und ja, das war's eigentlich. Also, vielleicht werden wir auch das Deutsche mit reinschneiden. Wenn ihr wisst, um welches Geschichte es handelt und was ich auf Englisch vorgelesen habe, Englisch. Englisch, Basisch.
Ja, das war Let's Read. Bin gespannt, was dafür was die Leute sagen. Ja, natürlich sagen sie, what the fuck? Ja, das sagst nur du. What the fuck? Ja. Okay. Also. Ja, dann würde ich sagen, können wir die Aufnahme beenden, oder? Ja. Oder hast du noch was zu sagen? Ja. Erstmal 5 Minuten lang. Traue ich dir absolut zu. Ja. Ja, das Leben ist nicht immer einfach. Es fällt nicht eben das Englischlesen so auf den Schoß. Hä, was ist das auf meinen Schoß? Ah, weg Also ganz ehrlich, man damit. könnte das Ganze auch Let's Talk Nonsense nennen. Was? Genau das. Nee, ich hab's halt nicht so mit dem Englisch, aber das muss man respektieren, ne? Ich bin einfach zu faul dafür zum Lernen. Ja, Leute, das war ein schöner Beweis, wie gut it vorher als Englisch ist. Vor allem beim Vorlesen. Du kannst es ja auch nochmal vorlesen, ne? Aber dann weiß es jeder, worum es geht, weil du gut Englisch kannst. Oder du liest es Englisch ist auf. Englisch, ja? Oder du kannst es auf Französisch lesen. Auf Französisch? Oder auf Japanisch. Was gibt's denn noch alles? Japan? Ich kann doch kein Japanisch. Schauen wir mal, was der Text. Ja, der kann ich noch nicht mal ins Japanische übersetzen, ist zu blöd dafür. Ins Deutsch. Übersetzen. Ich kann schon mal Übersetzen! irgendwann auf Japanisch, auf Französisch lesen. Hey, mach mal Arabisch! Vergiss es. Oh, das sieht's genauso auf. Hey, das übersetzt noch nicht mal, das verarscht mich, das Programm. Jetzt kommt nur noch Blödsinn dabei raus. Also, Hören dich nicht. Lül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 ü. Ja, doch, leider schon. Okay, also. Wir machen jetzt halt hier den Schnitt. Unsere Let's Plays werden wieder weitergehen. Ja, wir hoffen. Also, wer Angst hatte, dass wir nicht mehr miteinander zocken, der hat hier voll in die Hose gegriffen, aber wir werden wieder zocken. Oder Zur Hölle? ins Klo gegriffen, oder wie sagt man da? Oder daneben gegriffen, oder in die Mülltonne gegriffen. Tada! Wir nehmen immer noch auf, wir müssen doch noch irgendwas Sinnvolles labern, oder? Also, sinnvoll in dem Ja, Sinne. genau. Wir was Sinnvolles labern, ne? Ja. Tun wir schon seit dem Beginn unseres ersten Let's Plays. Ja, das erste Let's Play. Ganz ehrlich, wir ziehen das Video gerade nur in die Länge. Ja, also dann, ich bin nicht voll. Aber noch schön. Ja, mit vollem Mund spricht man nicht, also ich schluck erstmal runter. Ich hab mal was. Und nicht bei einer Aufnahme. Ja, schon. Gerade dann, ist lecker. Ich bin der Xi. Ja, ich bin Edvard, wie gesagt. Wie macht man das Schluss? Bis zum nächsten Let's Read. Yay, auf Deutsch! Nee. Okay, wieder auf Englisch. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.